Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Antichamber. Ja, beim letzten Mal ist mir zwar etwas ziemlich Blödes passiert, nämlich, dass die Aufnahme nicht geklappt hat. Und ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass die Aufnahme diesmal ohne Probleme klappen wird. Gerade in der Testaufnahme sah es eigentlich ganz gut aus. Und wir haben zwei neue Upgrades für unser Werkzeug bekommen. Und zwar einmal das Gelbe und das Rote. Und damit haben wir, wenn wir dem einen Raum Glauben schenken können, wo so die ganzen Developer-Sachen drin waren, damit haben wir alle Upgrades erhalten und können damit jetzt theoretisch jedes Rätsel lösen. Und wenn wir uns auch mal die Wand hier hinter uns angucken, wo die ganzen Nachrichten auftauchen, die wir irgendwo gefunden haben, haben wir auch gar nicht mehr so viele Nachrichten zu finden. Ich meine, wir können mal kurz durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 und naja, da habe ich jetzt keine Lust zu zählen. Na egal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also 42 Nachrichten haben wir noch. Wie passend. So, wie auch immer, wir haben einige Räume noch offen und ja, hier haben wir angefangen. Und Moment, war hier tatsächlich von Anfang an schon noch so eine Sackgasse bei Jump Too Far? Wo haben wir denn angefangen? Leap of Faith, ne? Da haben wir angefangen. Ja, okay. Ich würde sagen, dann gehen wir das Ganze einfach mal ab und gucken uns an, wo wir noch Sackgassen übrig haben. Zum Beispiel bei Impossible Paths, da war ja dieses WTF, das WTF, und da kamen wir noch nicht weiter. Im Gegensatz auf der anderen Seite mit dem da konnten wir uns die Brücke bauen. Aber hier kamen wir nicht weiter. Wir können aber jetzt mal versuchen. Das ist eine gute Frage, was wir hier versuchen können. Wir können hier ein paar Sachen. Kann ich hier an der Seite? Nee, da kann ich nicht lang gehen. Nein! Aber hier wollte ich gar nicht lang. Gehen wir nochmal zurück. Denn ich möchte ja schließlich hier gucken, ob ich da weiterkomme. Eventuell. Ach, wisst ihr, was wir machen müssen? Ich glaube, ich weiß es. Und ich fürchte, wir brauchen dafür noch ein paar mehr Blöcke. Denn, ihr seht ja, wir haben hier unten eine kleine Stufe. Das heißt, wir können hier theoretisch Blöcke hinsetzen. Da. Und da wir hiermit jetzt eine große Ebene machen können, können wir eigentlich theoretisch unterhalb dieses Kastens hier einfach eine Ebene erschaffen. Und können drüber laufen. Okay, wie kommen wir denn da hin? Moment, wir haben Taking Baby Steps. Von hier aus müssten wir da irgendwie hinkommen. Die Frage ist bloß, wie das nochmal war. Ja, wenn ich das noch wüsste, ne? Wie man da jetzt hinkommt. War das hier rechts? Nee, das war. Ach, das war hier der Aufzug, wo ich runterkam. Okay, nein, das ist doof. Vielleicht heben wir uns das doch für ein andermal auf. Ah, okay, aber wir wissen auf jeden Fall. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir da in die falsche Richtung laufen sind. So, kam ich hier nicht irgendwie runter oder so? Oder da? Nee. Ah, okay, da müssen wir runter. Alles klar. Alles klar, dann merken wir uns das doch mal. Gehen nochmal dahin. Und jetzt gucken wir uns einfach mal... Verdammt. Gehen nochmal dahin. Und gucken uns einfach mal... Jetzt gehe ich langs... Ah ne, das geht so oder so weg. Und dann muss ich hier springen. Haben wir das eigentlich schon gemacht? Angeguckt? We often fall into things when we least expect. Ja. Na gut. Ich will hier eigentlich laufen und Blöcke suchen. Da kommen wir nicht drüber, aber ich kann... Nein! Das war dumm. Wir brauchen zumindest ein paar. Wie wäre es denn mit denen hier, hä? Die kann ich gar nicht mitnehmen. Nein. Hallo? Ich brauche ein paar Blöcke. Blöcke. Hallo? Kann ich die mitnehmen? Jawohl, die kann ich mitnehmen. Und sie wachsen sogar nach. Das finde ich gut. So, dann nehmen wir einfach mal ein paar davon mit. Einfach wieder das F und L immer. Das funktioniert ja ohne Probleme. Da müssen wir uns auch keine Gedanken darüber machen, wie wir die Blöcke irgendwie vernünftig vervielfältigen können. Lalalala. Ja, es ist nicht spannend. Wir brauchen nämlich wirklich, wirklich viele Blöcke dafür, wenn wir so eine ganze Ebene erschaffen wollen. Deswegen nehme ich einfach mal alles mit, was wir so kriegen können.
Vielleicht ein paar von den Fragezeichen. So, ich habe keine Ahnung, ob das reicht. Wir können das ja mal hier ausprobieren. Nein, so eine Ebene wollte ich nicht erschaffen. Kann ich keine... Moment, kann ich keine waagerechte Ebene erschaffen? Ich kann nur senkrechten Ebenen erschaffen. Also das sieht... Moment mal, ich verbrauche gar keine Blöcke, oder? Moment mal. Ich will mal eben hier Blöcke verschwenden. Nein, machen wir das anders. Moment, wir waren hier. So, ich nehme jetzt einen Block mit. Nein, das reicht noch nicht. Okay, nein, aber ihr seht, wir haben nicht wirklich viele Blöcke gehabt. Und haben trotzdem die Blöcke ziemlich vervielfältigt. Guckt euch das mal an. Mit so wenig Blöcken kriegen wir das hin. Und wenn ich jetzt aussauge... Okay, damit können wir das, glaube ich, sehr, sehr stark vervielfältigen. Oh, doch, so können wir eine Fläche auf dem Boden machen. Huh. Na gut. Okay, das ist wirklich die beste Möglichkeit, hier Blöcke zu vervielfältigen. Aber wir müssen nochmal nach oben. Moment, so, da will ich hin. Dann gib mir einfach mal das F. So, und dann machen wir uns einfach... Dann machen wir uns einfach mal so ein paar neue Blöcke. Ist das cool. Alter Schwede. Guckt euch das an, wie viele Blöcke wir damit kriegen. Werden die in unserem Werkzeug überhaupt weniger? Ein bisschen, oder? Ja, doch. Gleich ist leer. Alter Schwede. Okay. Dann nehmen wir mal ein paar davon mit. Aber ich glaube, wir werden nicht alle brauchen. Aber ich will sehen, wie das dann aussieht, wenn wir so viele Blöcke bei uns drin haben. Ach, egal. Das wird dicke reichen. So, kommen wir wieder zurück. Dankeschön. Jetzt muss ich nur auf... Ach nee, doch. Wir wollten ja hier runter. Genau, das ist richtig. So... WTF. Ja, dann gucken wir mal. Nein, genau so wollte ich es eben nicht haben. Ich wollte das so haben. Dankeschön. Ja, okay, dafür war tatsächlich genau das da. Und das Schöne ist, wir können jetzt hier durchgehen. Ja, und wir können hier auf der anderen Seite die Sachen wieder mitnehmen. Was ich ziemlich praktisch finde. Ein bisschen lassen wir mal noch da, falls ich irgendwie hier was Dummes baue. Obscure problems may require unusual solutions. Mhm. Okay. Was ich würde gerne wissen, was da unten ist, aber wir springen erstmal hier ein bisschen rum. Okay, jetzt bin ich hier. Hä? Ich bin doch da runtergefallen, oder? Offensichtlich nicht. Was haben wir denn hier hinten eigentlich? Okay, da können wir hoch. Ah, so viele Möglichkeiten. Nein, 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 ich möchte... Moment. Ja, ich kann mir... Moment, ich kann mir doch einfach hier so eine Brücke drüber bauen. Zieh mich mal hoch hier. So, dann kann ich da einfach drüber springen und hier runterkommen. So, hier kommen wir aber anscheinend nicht durch. Das finde ich sehr schade. Die Frage ist bloß... Also da ist ja offensichtlich die Hälfte schon aktiviert. Die Frage ist bloß, wo? Oh, ich glaube, die Frage hat sich gerade geklärt. Okay. Nein, so wollte ich das nicht. Moment, warte mal. Wir machen einfach das hier. Wir füllen das komplett. Mehr oder weniger komplett zumindest. Und dann kann ich das einfach mich draufstellen und hochziehen lassen, oder? Ja. Ach, ist das schön, wenn man das alles so schön kombinieren kann. Das gefällt mir sehr. So, was haben wir denn da? Okay. Kann ich das? Ja, das kann ich darüber ziehen. Gut. Gut, 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 gut. Moment, warte mal. Das machen wir mal eben so. Löschen. Nein, ich wollte nur einen davon löschen. Löschen den, ziehen den hier rüber. Ach so, da sind sowieso zwei. Na gut.
Dann haben wir trotzdem ein Problem. Kann ich da welche... Nein, ich kann keine reinsetzen. Aber wir haben mehr Laser als Blöcke. Das ist jetzt interessant. Wie lösen wir das? Wie können wir das lösen? Ja gut, das bringt jetzt natürlich auch nicht viel, oder? Also wir haben 6 Laser, haben aber nur 5 Blöcke. Und wir haben auch gerade keine Möglichkeit, sie großartig zu vervielfältigen, soweit ich das sehe. Außer ich übersehe gerade was, aber das glaube ich nicht. Da bin ich gerade überfragt. Also ich kann da keine Blöcke reinsetzen. Nee. Aber irgendwie müssen wir das ja lösen können. Oder Moment, wenn ich da jetzt den einfach mal hier rüberziehe, dann ist... Ah, wir müssen die Laser deaktivieren. Okay, weil jetzt ist da nämlich mehr aktiviert. Okay, dann können wir das machen. Moment. Die Frage ist bloß wie. Ich glaube, erstmal müssen wir es wieder zusammen kombinieren. So, dann ziehen wir das darüber und der eine kann dann schon mal da bleiben. Ja. So, jetzt haben wir... Der kann da bleiben, der kann dahin. So, wenn wir jetzt... Ja, jetzt haben wir nur das Problem, jetzt müssen wir die irgendwie voneinander trennen. Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie wir das anstellen. Vielleicht müssen wir den doch erst noch darunter ziehen. Machen wir erstmal das hier und ziehen die hoch. So, dann haben wir die schon mal getrennt. Jetzt haben wir immer noch das Problem, so einen Dreierblock kriegen wir nicht vernünftig aufgeteilt, weil dann verschwinden ja beide. Wie viele freie Flächen haben wir eigentlich? Wir haben hier eine, 2, 3, 4, 5. Genau, okay, wir haben genauso viele freie Flächen, wie wir einzelne Steine haben. Die Frage ist bloß, wie kriegen wir die Steine so getrennt? Ich habe, glaube ich, eine Idee. Moment, ich kombiniere die nochmal eben zusammen. So, nee, Moment, das ist doof. Ziehen wir sie mal eben dahin und dann das Ganze nach da. Nein, das wollte ich nicht. So, du gehst jetzt bitte einmal darüber. Dann ziehen wir, nee, dann haben wir wieder einen Dreierblock. Das ist auch unschön. Moment, wir machen den hier. Nein, das funktioniert so auch nicht. Wie machen wir das denn am besten? Ich bin ein bisschen ratlos, muss ich gestehen. Moment, machen wir mal das. So, und dann ziehen wir den da hoch. Dann ziehen wir den wieder einen runter. Nee, das ist falsch. Moment. Ah, Moment, ich sehe es schon. Ich sehe es, glaube ich. Wir machen den dahin, dann machen wir den weg und können den einen ziehen. Jawohl, das hat funktioniert. Dann machen wir den wieder einen dahin. Nee, das ist doof. Das ist doof. Wir machen den weg und ziehen den darüber und dann haben wir es. Wunderbar. Na, das war jetzt irgendwie eine schwere Geburt. Oh, du gehst direkt so. Nein. Komme ich da noch hoch? Moment, wir machen uns einfach so eine Stufe. Dann kommen wir da hoch und dann können wir es einfach wieder hochziehen. Es ist so schön. Es ist so schön, wenn man die ganzen Werkzeuge hat. Die Frage ist bloß, wo kommen wir jetzt raus? Was ist das denn? Was ist das für ein Raum? 2006 bis 2013. So lange war das Spiel in Entwicklung? Was ist das denn? War das mal... Moment, also ich habe keine Ahnung, wie die Geschichte von Antichamber war. Guckt euch das mal an, hier haben wir noch Waffen. Das war anscheinend mal eine Mod für... Sieht aus wie Unreal Tournament. UT 2004 könnte das sein. Das ist ja cool. Wusste ich gar nicht, dass das mal eine Mod war. Also klar, es macht irgendwie Sinn, weil mittlerweile gibt es ja viele Mods, die nochmal einen kommerziellen Release bekommen haben.
So wie zum Beispiel auch The Stanley Parable. Das war ja ursprünglich auch ein Mod für die Source Engine, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, hier, also hier sieht das ja noch alles aus wie irgendwelche UT-Maps, ne? Und hier ist ja vor allem auch das UT-Hub mit drin. Ist das 2004er? Ja, da ist sogar das Unreal-Logo. Ich bin mir aber gerade wirklich nicht sicher, welches UT es ist. Es könnte 2004 sein, aber das hat... Na, egal. Auf jeden Fall irgendein UT. So, und hier sieht es ja schon aus wie Antichamber, auch wenn die Waffe noch da ist. Das ist ja cool. Das ist noch so ein zweiter Easter Egg-Raum. Wenn man es denn als Easter Egg bezeichnen möchte, aber irgendwie schon, oder? Hm. Aber da sind noch einige andere Sachen anders, ne? Guckt euch mal den Raum hier an. Oder den da. Das sieht alles noch ein kleines bisschen anders aus. Es sind so viele Bilder, die kann ich mir doch jetzt alle nicht angucken. Hm. Also zumindest nicht alle im Detail. Ich meine, wenn ihr euch die im Detail angucken wollt, dann müsst ihr halt mal teilweise pausieren. Oh, guckt euch das mal an. Da war die Map noch ein kleines bisschen anders aufgebaut. Wie es aussieht. Und vor allem, was ist das hier für ein Raum? Das sieht ja mal ziemlich cool aus. Auch wenn es überhaupt nicht wie irgendwelche Anti-Chamber-Architektur aussieht. Ja, das ist jetzt schon so weiß und in dem Stil, wie wir es haben und kennen, ne? Da sind die Kugeln, die Blöcke kaputt machen. Das da sieht noch anders aus. Hier waren wir auch, genau, da wo es eine Treppe runterging und die andere hoch. Und das haben wir auch schon gemacht. Das sah allerdings auch noch ein bisschen anders aus, wo wir dann da die Kettenreaktion auslösen mussten. Hm. Oh, und da sieht die Waffe auch noch ein bisschen anders aus. Ha. Coole Sache. Ah, und hier ist dieses Museum. Cool. Ja, hier ist anscheinend auch so ein bisschen noch Sachen aus der Entwicklungszeit, wie zum Beispiel hier das Wireframe-Modell, weil das ist ja offensichtlich das gleiche wie hier oben, bloß eben komplett ohne Texturen. Ja, ich laufe jetzt erstmal so ein bisschen dran vorbei. Was ist das denn da? Das sieht ja komisch aus. Hm. Ich laufe jetzt hauptsächlich erstmal dran vorbei und werde zu den meisten vermutlich nichts sagen. Das ist so komische Bläschen. Aber ihr, wie gesagt, ihr könnt ja das Video einfach pausieren. Ein Mario-Block. Und wenn ihr das pausiert, dann könnt ihr es ja in aller Ruhe angucken. Okay, das sieht auch noch anders aus. Hm. Ja, das war dieser komische Raum. Da wollte ich gleich, glaube ich, nochmal hin. Ich habe eine Vermutung, was ich gemacht habe, um in den anderen Raum zu kommen. Weil ich hatte ja gesagt... Was ist das denn, Buntes? Ich hatte ja gesagt, dass ich nicht mehr genau weiß, wie ich in einen anderen Raum gekommen bin, dass ich auf einmal da war. Ich habe aber eine Vermutung. Das möchte ich gleich einmal nochmal ausprobieren. Denn... Das sieht cool aus. Da haben die mir so ein bisschen mehr mit Licht gearbeitet, habe ich das Gefühl. Oder das sieht einfach nur so aus, weil die Farbverläufe so sind. Hm... Wow. Tja. 2006 bis 2013. Coole Sache. Also, dass das als UT-Mod angefangen hat, wusste ich wirklich nicht. Man lernt halt nie aus. So. Na gut, dann Moment. Bevor ich das vergesse... Oh Gott, welcher Raum war das denn jetzt nochmal? Nein. Das war hier unten irgendwo, oder? Climbing the Tower. Bla bla. Breaking the Arc. Genau. Das war dieser Raum. Und ihr seht, da oben ist so ein Ding. Und ich vermute, ich habe einfach nach oben geguckt. Genau, und dann war ich hier. Ah, okay, ja. So, jetzt wisst ihr auch, wie ich in diesen Raum gekommen bin. Ich habe einfach an das Ding geguckt. Und habe das nicht mitbekommen. Und war dann auf einmal hier in dem Raum. Okay, gut. Hätten wir das geklärt. War meine Theorie also richtig. So, wo waren wir denn gerade eben? Wir waren da, Impossible Pass und dann Hitting a Wall. Ah. Dann waren wir in dieser Sackgasse da vermutlich. Na gut.
Dann gehen wir hier wieder zurück. Und gucken mal, was wir hier so finden. Ah, das haben wir doch gerade gesehen, oder nicht? Nein, hier waren wir schon mal. Hier waren wir doch schon mal. Ja, in dem Raum waren wir. A book and its cover. Und dann sind wir, glaube ich, nach links weitergekommen. Aber wie sind wir da? Moment, wie sind wir denn in den Raum hingekommen überhaupt? With more experience, previous challenges aren't so difficult. Ja doch, wir sind von hier gekommen, meine ich. Genau. Genau, irgendwie sind wir hier durchgelaufen. Und waren dann hier. Und ich meine, wir wären dann links weitergegangen. Irgendwie, auch wenn ich nicht mehr genau weiß, wie. Oder wir haben doch dann... Okay, wir können auch einfach die gesamte Tür raussaugen. Und sind hier irgendwie weitergegangen, ne? If you are missing information, it's easy to be... Bla bla bla. Ja. So, und jetzt können wir doch theoretisch einfach das Rote aufsaugen. Ja, und kommen damit weiter. Es funktioniert, ja. Moment, Moment, Moment. Erst hier. Die Arcade-Maschine funktioniert nicht. If you're missing information, it's easy to be misled. Ja, und dann gehen wir hier durch. Und da funktioniert sie und es wird Anti-Chamber gespielt. When you look beyond the surface, there may be more to find. Ja. Ist hier ein Bullauge? Was ist denn hier unten? Kann ich da rein? Das ist irgendwas Grünes. Moment, ich mache mir mal eben hier so einen kleinen Blockvorrat, falls wir den nochmal brauchen können. So, da gab es hier das grüne Werkzeug. Ich bin mir nicht sicher. Wo sind wir jetzt gelandet? Das kommt mir bekannt vor. Hier waren wir doch schon mal, oder? Oh nein. Ist das wieder so ein Labyrinth? Offensichtlich nicht. Wo bin ich gelandet? Geräusche. Als ob ich unter Wasser wäre. Aber hier kann ich leider nichts tun. Ich habe keine Blöcke. Das ist eine Sackgasse. Schade. Kann ich hier... Moment, das ist keine rote, oder? Kann ich hier Blöcke durchziehen? Da wollte ich nicht hin. Da komme ich sowieso nicht weiter. Aber... Ich habe mir hier so einen kleinen Blockvorrat gemacht. Den kann ich doch... Kann ich den da durchziehen? Das möchte ich jetzt ausprobieren. Nein, nein, kann ich nicht. Okay. Aber wie kriegen wir dann... So kriegen wir. Schön. Aber ich fürchte, wir haben zu wenig Blöcke. Nein, wo ist der Block hin? Nein. Ah, okay. Das geht unterschiedlich. Hier in diesem gelben Blubberding darf ich die Blöcke nicht aufnehmen. Hier durch das Rote darf ich die Blöcke nicht durchziehen, anscheinend. Aber ist das nur an den Wänden? Ich brauche mehr Blöcke. Gut, dass wir hier welche nachziehen können. Und die respawnen ja auch. So, Moment, ich kann jetzt da einfach... Ja, meinetwegen auch sowas. Ja, tatsächlich, ich kann die hier durchziehen. Ich darf bloß das Rot, die rote Wand nicht berühren. Das ist praktisch. Okay, dann kommen wir hier weiter. So, die Frage ist bloß, was wir zuerst machen möchten. Möchten wir erst... Nee, hier komme ich doch gar nicht weiter. Wie soll ich denn hier durch? Wie soll das denn klappen? Hier, die Wände kann ich alle nicht berühren.
Also wir könnten uns aber theoretisch aussuchen, ob ich hier hin möchte. Oder ob ich hier hin möchte und erstmal das aufmachen. Und rein vom Prinzip her möchte ich erstmal das aufmachen, weil es hier nicht so aussieht, als würde es weitergehen. Aber wir da so ein Schild drin haben, das ich gerne lesen würde. Die Frage ist nur, wie kriegen wir das hin? So, ich nehme an, wenn ich hier was weg... Doch, ich kann hier... Ah, okay, hier ist es sicher. Das heißt, hier können wir uns so ein bisschen die Blöcke einfach hinziehen. Und dann können wir hier mal gucken, ob wir irgendwie weiterkommen. Wie auch immer. Schauen wir einfach mal. So, wir machen jetzt wieder so einen kleinen Vorrat hin. Ziehen einfach so eine Wand hoch. Und weil es so schön ist, machen wir auf der anderen Seite auch noch eine Wand. So, ach komm, machen wir die Decke auch noch rot. Soll ja aggressiv machen, aber ist mir jetzt egal. Sperren wir uns einfach in so einer roten Kammer ein. So. Ne, sobald ich hier reingehe, ist es weg. Vielleicht einfach, wenn ich schnell genug bin. Moment, wir ziehen das jetzt dahin. Ah, okay, dann bleibt es stehen. Okay. Moment, ich muss eben gucken, in welche Richtung wir zuerst wollten. In die andere Richtung. Alles klar, dann ziehen wir das mal da weiter. Ja genau, bleib stehen, komm her. Und bleib wieder stehen, das ist schön, wenn das so klappt. Ich mag das einfach, wenn die Rätsel funktionieren. Wenn ich einfach eine Idee habe und diese Idee umsetze und es funktioniert, das ist einfach so ein tolles Gefühl. So. Versucht den Kamin anscheinend zu reparieren. Oder er ist der Weihnachtsmann und hat irgendwie einen Hammer fallen lassen. Solving a problem may require approaching it from a different angle. Ja, das kann sein. Ja, und da kommen wir nirgendwo weiter. Wie es aussieht, denn wir kommen nicht in diese Räume rein. In diese Blöcke. Ich probiere das nochmal von allen Seiten, weil es kann ja sein, dass da sich irgendwo was ändert, das wir nicht sehen. Aber es scheint nicht der Fall zu sein. Schade. Na gut. Dann... Wir haben noch jede Menge Zeug in dem Raum. Okay, dann ziehen wir uns das mal weiter. Und gehen durch diese Tür hier, würde ich sagen. So, dann ziehen wir uns auch wieder noch ein paar Blöcke rein. Damit wir einen kleinen Vorrat haben. Aber sobald wir irgendwie zwei, drei Blöcke haben, ist das sowieso kein Problem mehr. Eine Nadel im Heuhaufen. The more we complete, the harder it gets to find what we missed. Tut es das? Ich habe ein bisschen Angst, dass wir gleich wieder irgendwo rauskommen. Genau das hatte ich befürchtet. Genau das, aber jetzt sind wir woanders. So, da waren wir. Many different angles. Okay, da ging es aber noch weiter. Anscheinend. Die Frage ist bloß, wo? Wir sind da ja... Moment, wir sind da runtergelaufen? Nein, wir sind da rein, sind hier rüber und dann sind wir hier weiter, ne? Und dann darüber bis hierhin? Nee, hä? Das verwirrt mich jetzt irgendwie. Tja, wo gehen wir denn als nächstes weiter? Sollen wir nochmal hier gucken? Aber da war ich ja gerade, habe ich nichts gefunden. Ich würde erstmal gerne was anderes ausprobieren. I jump too far. Ich habe nochmal noch Don't Look Down. Gucken wir einfach mal hier, ob wir hier noch irgendwas finden können. Don't Look Down, okay. Ja, da ist ein Auge. Die Frage ist jetzt, wo ist hier noch ein weiterer Pfad? Also klar, wir dürfen nicht runtergucken, weil dann fallen wir. Aber Moment, das muss ich mir nochmal auf der Karte genau angucken. Don't Look Down, dann kommen wir zu Taking Baby Steps. Oder zurück zu Skinning a Cat. Na, das war hier und dann mussten wir, genau, da mussten wir den Block rausnehmen. Oder meinetwegen hier. Und da reinpacken und dann ging es weiter. So.
Das ist schon ewig her, dass wir das hier gemacht haben. Kann ich damit schon? Jawohl, damit kann ich sie schon verm... Okay, ich hab verkackt. Nochmal. So. Also, ihr seht, zwei Blöcke sind wirklich alles, was wir noch brauchen. Mit zwei Blöcken können wir uns unendlich viele machen. Theoretisch. So, das sollte erstmal reichen. Aber hier kamen wir auch noch nicht weiter, ne? Wo sind wir denn dann lang gegangen? Oh Gott. Da ging es durch. Oh Mann. Probieren wir erstmal aus, ob wir hier durch diese Türen kommen und was dahinter ist. Ist das gleiche dahinter? Moment. Das weiß man bei dem Spiel ja nie. Okay, hier scheint der Fall zu sein. Some outcomes are more favorable than others. Scheint sich nichts geändert zu haben, großartig. Da kann ich Blöcke durchziehen, ne? Ja. Dann machen wir das doch einfach mal. Okay, wäre gar nicht nötig gewesen. Wir nehmen uns einfach die hier mit. Und machen das hier. Under construction, was? Some things don't have a deeper meaning. Aber ich möchte da rein. Ich möchte durch diese Tür durch. Och nö. Och nö. Moment, was ist denn, wenn ich jetzt... Was ist denn, wenn ich jetzt... Wo bin ich hingekommen? Kann ich hier den... Nee, da ändert sich anscheinend nichts. Nee, da ist immer noch under construction. Wenn ich auf der linken Seite durchgehe, ändert sich da irgendetwas? Hm. Nein. Was ist, wenn ich die alle miteinander verbinde? Nein, du sollst da hoch, bitte. Moment. Nehmen wir das alles mal mit. So. Hallo. Dankeschön. So. Und dann ziehe ich mir hier irgendwie... Mache ich irgendwie den hier? Ne, jetzt bin ich einfach nur gefangen. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Ja, das war tatsächlich eine Sackgasse. Schade. Schade, schade, schade. Vielleicht kommt ja irgendwann eine weitere Anti-Chamber-Version raus. Und dann geht's da weiter. Tja. Naja. Ein bisschen haben was haben wir geschafft, wenn auch nicht viel, aber das wird schon. Und ich würde sagen, wie es weitergeht und was für Rätsel wir noch vor uns haben, gucken wir uns dann beim nächsten Mal an, ne? Und ja, bis dahin, macht's gut!